Ja, wie schön, dass Sie dabei sind. Wir starten heute hier in Richtung Neustart. Wir sind hier in Herne in den neuen Höfen. Sie sehen das vielleicht am Ambiente. Die sind so neu, dass sie noch nicht ganz fertig sind. Nicht ganz. Also einiges hier ist auch schon tatsächlich bewohnt. Wir sprechen gleich mit dem Mann, der auch zuständig ist für dieses Gebäude. Schön, dass Sie dabei sind und mit uns gucken wollen, wie kann der Neustart gelingen in der Region IHK Mittleres Ruhrgebiet. Da sind wir hier beim Wirtschaftstalk und wollen natürlich Fragen beantworten, uns beantworten lassen von Unternehmerinnen und Unternehmern, von Menschen, die hier in der Region unterwegs sind. Und wir wollen fragen, wie zum Beispiel, wie schätzen Sie Ihre Branche ein? Wie geht es gerade? Wie flexibel können Sie reagieren? Konnten Sie reagieren? Was haben Sie gemacht in der Corona-Krise? Und was ist nötig, damit der Neustart gelingt? Wir haben also Fragen und Antworten kommen, zum Beispiel von Bernadetta Brandenburg. Sie ist Gebietsleiterin der LBS in Bochum, außerdem Mitglied der IHK-Vollversammlung, Ehrenamtliches. Und wenn Sie die IHK-Broschüre Circles zufällig gelesen haben, dann kennen Sie sich vielleicht schon ein bisschen. Sie hat quasi schon einen Neustart hingelegt mit dem Makeln, das ist ihr Themenfeld, und natürlich auch mit dem Thema Baufinanzierung. Das soll besser gelingen, weil die Arbeit jetzt neu organisiert ist. Wie genau, das hören wir gleich von Ihnen. Auch bei unserem zweiten Gast geht es um das Thema Immobilien. Wir entwickeln die Zukunft der Städte, steht auf der Internetseite der Landmarken AG, einem Unternehmen aus Aachen, das... Ja. Bitte? Auch, ja. Auch aus Aachen, genau. Ja. Das Immobilien und ganze Quartiere entwickelt. In Bochum haben wir das O-Werk auf Mark 517 zum Beispiel oder das Because City Tor Süd. Das ist genau gegenüber des Bermuda-Dreiecks. Und hier eben auch genau das, die neuen Höfe in Herne, wo wir gerade sind. Sein Name ist Thomas Binsfeld, Mitglied der Geschäftsführung bei Landmarken und viele tolle Projekte vor Corona geplant. Und sind die immer noch gut? Muss man die anpassen? Das hören wir gleich. Heinrich Kleibold sitzt neben mir. Der hat heute die kürzeste Anreise. Er kommt direkt aus Herne hier und ist Unternehmer, auch in Herne, Geschäftsführer der IFURL EMSR Technik. Da geht es um Dienstleistungen im für die Industrie, bei allem, was mit Elektrotechnik zu tun hat. Sie haben immer gesagt, Sie sind die... Wir sind der Elektriker in der Großindustrie. Sehr genau. So, Vizepräsident, aber auch der IHK Mittleres Ruhrgebiet hier. Und Sie konnten fast durcharbeiten in der Krise, aber trotzdem kommt vielleicht da auch nochmal das dicke Ende, gerade in der Industrie. Sprechen wir gleich drüber. So, dann haben wir hier noch die Andrea Kiri-Rudolf. Die kommt aus dem beschaulichen Hattingen, betreibt da in der Fußgängerzone die Potterie und die schreibt sich mit Doppel-T und Doppel-E auch. Also Sie können sich vorstellen, es gibt da Tee zum Beispiel, aber es gibt da auch Pötte. Da werden auch Keramiken bemalt und es gibt viele schöne Dinge. Jetzt muss ich Sie fragen, ist Ihr Unternehmen noch dasselbe wie vor Corona? Nein. Also Corona war für uns wirklich ein Anstoß. Wir haben uns komplett umgekrempelt und digitalisiert, einfach um gestärkt aus der ganzen Sache rauszugehen. Und wir haben halt auch wirklich gemerkt, wir brauchen, um die Kommunikation zum Kunden zu halten und auch innerhalb unseres Teams selbst, müssen wir uns anders aufstellen, müssen wir uns digitalisieren. Und die Zukunft ist meiner Meinung nach auch wirklich die Digitalisierung für die Innenstädte, für den Einzelhandel. Und da kommen wir vielleicht später noch zu, auch Kooperation, was man da alles dann halt umsetzen kann. Werden Sie mal ein bisschen konkreter. Was heißt denn, dass Sie haben ja sicherlich nicht das Teetrinken digitalisiert, sondern was haben Sie digitalisiert? Ja, aber es ist durchaus die Frage, wie schmeckt denn Tee überhaupt digital? Das heißt, wir haben natürlich ganz klassisch zwei Online-Shops aufgebaut. Aber was jetzt so besonders ist, wir wollen nicht irgendwie die Welt erobern, sondern wir wollen weiterhin unsere Zielgruppe, die lokalen Kunden, erreichen. Und wenn man bei uns auf den Online-Shop zum Beispiel geht und da gibt es dann einen Live-Chat und dann sitzt da wirklich auch ein Mensch live dahinter und zwar jemand aus unserem Team, der wirklich Ahnung vom Tee hat und kein Callcenter oder dergleichen. Und so kann es dann auch wirklich sein, dass Sie außerhalb unserer Geschäftszeiten jemanden erwischen. Das muss nicht immer sein, weil wir sind ja auch nur Menschen. Aber dann kommt es dann auch wirklich zu Fragen, wie schmeckt denn jetzt der Tee so und so? Und dann können wir auch eine konkrete Antwort dazu geben. Jetzt ist der Tee, also der Einzelhandelsbereich, eine Säule Ihres Geschäftsmodells. Der andere Bereich ist so ein Do-it-yourself, also genau. Beschreiben Sie vielleicht besser genau. Selber.
bei uns kann man Keramik selbst bemalen. Das heißt, das ist so eine Art offener Workshop. Sie kommen zu uns, sie suchen sich ein Keramikstück aus, bemalen dieses, es wird gebrannt bei uns und anschließend können sie es dann abholen und sie haben einen Alltagsgegenstand, den sie ganz individuell und kreativ gestaltet haben. Der Bereich, das ist mehr so vielleicht eine Art Dienstleistung, Freizeitbereich, liegt jetzt seit 8 Monaten brach. Also seit 8 Monaten haben wir diesen Bereich wirklich geschlossen. Und auch da haben wir einen Neustart gewagt, indem wir gesagt haben, okay, wir gehen weg von der Dienstleistung, gehen jetzt wieder in Richtung Einzelhandel. Das heißt, die Leute könnten jetzt über einen Online-Shop auch, einen zweiten Online-Shop, sich Keramik halt kaufen, für zu Hause bestellen. Wir liefern aus, man kann sich abholen mit Click and Collect. Das sind ja alles Themen, die jetzt aufgekommen sind in Corona. Und wir haben ganz viele Videos erstellt. Wir schalten Live-Chats, wir sind mit Reels auf Instagram aktiv und da passiert ganz viel. Und unser Team hat sich komplett, ganz neue Arbeitsfelder haben sich entwickelt. Und ja, also wir sind wirklich ein neues Unternehmen jetzt. Und glauben Sie, einfach das schon mal so als Teaser nach vorne, glauben Sie, dass Sie damit viel besser rauskommen aus dieser Krise, als Sie vorher reingegangen sind? Also wir sind sehr gut in die Krise reingegangen. Wir haben uns 2016 gegründet und dieses Konzept Einzelhandel und Freizeitbereich, das ist richtig gut aufgegangen für die Innenstadt. Und Corona hat uns ein bisschen dazwischen gefunkt. Wir waren also wirklich gerade in einem schönen Wachstumsprozess. Und durch das Digitalisierung, die Umstrukturierung, gucken wir jetzt ein bisschen weiter in die Zukunft auch schon. Das heißt, das hätten wir sonst vielleicht noch gar nicht gemacht. Corona ist da so ein bisschen Beschleuniger gewesen und können jetzt wirklich auch langfristig sagen, so wie wir jetzt aufgestellt sind und so flexibel und auch mit dem Know-how, was wir jetzt haben, weil da ist ja ganz viel passiert, wird das also wunderbar klappen, dass wir auch hoffentlich noch ganz lange am Markt sind und auch expandieren und wachsen werden. Also Sie sitzen in der Innenstadt in Hattingen und gucken so zuversichtlich in die Zukunft. Das ist was, was, glaube ich, Sie auch sehr freuen wird, Herr Binsfeld, denn das ist ja im Moment ein schwieriges Geschäftsfeld. Wir gucken mal eben kurz zur Frau Brandenburg rüber. Sie haben auch schon einen Neustart hingelegt. Sie haben Ihre Geschäftsstelle in einem Stadtzentrum, in einem Stadtteilzentrum quasi in Bochum. Sie haben 25 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und Sie haben einen Neustart hingelegt, indem Sie auf New Work umgestellt haben. Erklären Sie uns mal ganz kurz, was das ist. Ja, das hatte aber weniger zu tun mit Corona, als vielmehr, dass ich vor 2 Jahren diese Geschäftsstelle in der Bochumer Innenstadt, übrigens ist die, die Hauptstelle in Bochum, übernommen habe und dann mal so geguckt habe, so Bestandsaufnahme gemacht habe und geschaut habe, was ist bei uns eigentlich anders und wie müssen wir uns für die Zukunft als Maklerunternehmen überhaupt aufstellen. Und habe dann geschaut, was habe ich. Ich habe 25 Leute in etwa in verschiedenen Bereichen, zum Teil im Maklerwesen, zum Teil im Finanzierungswesen. Was ist bei uns einzigartig? Und dann war das Erste, was ich festgestellt habe, dass diese Größe an einem Ort gar nicht so selbstverständlich ist. Also das ist ziemlich einzigartig, in dieser Größenordnung solcher Unternehmen zu haben. Und dann habe ich gedacht, ja, was kannst du jetzt eigentlich daraus machen? Was resultiert eigentlich daraus? Das kann man ja feststellen und einfach so stehen lassen. Oder man kann sagen, ja, was machst du jetzt eigentlich damit? Und ich hatte dann überlegt, was machst du jetzt damit? Und habe dann gedacht, naja, in der Größe können wir zum Beispiel Dinge abbilden, wie immer ansprechbar sein. Das können sonst andere Unternehmen nicht, wenn ich in einer Bank, in einem Unternehmen sitze, wo der qualifizierte Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin nicht ständig verfügbar ist. Und wer ist das schon? Dann kann ich solche Prozesse gar nicht abbilden. Wir können es aber. Und dann haben wir gesagt, ja, dann machen wir eine Finanzierungsberatung to go. Oder wir machen auch eine Beratung für Immobilienverkäufer to go. Das heißt, wir geben das Versprechen ab und das halten wir auch. Wir haben richtige Anwesenheitspläne, in die sich jeder freiwillig einträgt. Und sagen dann von 9 Uhr morgens bis 18 Uhr abends kann jederzeit einer kommen. Das tun die Leute auch. Mhm. Weil, wenn ich heute irgendwo eine Immobilie gefunden habe, dann habe ich ja eigentlich gar nicht mehr so die Zeit, irgendwo nur hinzugehen und lange zu warten, lange Wartezeiten zu haben, sondern dann will ich sofort wissen, ob ich die kaufen kann, ob die werthaltig ist oder nicht. Und das ist bei uns tatsächlich gegeben. Da profitieren wir ganz stark. Das haben wir dann irgendwann mal auch an die Fenster gehängt und haben gesagt, das soll ruhig jeder sehen. Dann wurde es auch gesehen. Wir haben dann aber auch festgestellt, dass auch andere Dinge ganz positiv sich dann entwickeln, nämlich, dass die Mitarbeiter und wir sind so eine Ansammlung an Selbstständigen dort auch,
dass die alle auch irgendwie in Urlaub fahren können, völlig problemlos, weil die Vertretungsprozesse viel einfacher sind. Wenn immer ein qualifizierter Ansprechpartner da ist, dann kann ich ja auch, wenn ich im Urlaub bin, vertreten werden durch den, der sowieso da ist oder durch die, die sowieso gerade vorhanden ist und Bürozeit hat. Ebenso auch bei den Maklern. Wir haben früher, wenn wir eine Immobilie im Vertrieb gehabt haben, immer das Problem gehabt, wenn die Maklerin oder der Makler mal für eine Woche verreist ist, was passiert denn dann eigentlich mit der Betreuung des Objektes? Das ist heute überhaupt kein Thema mehr, weil wir immer zu zweit an diesen Prozessen arbeiten und die sich auch abwechseln können. Aber Sie wollen was sagen, sehr gerne. Ja, alles gut. Ich frage mich gerade, wie hat sich Corona auf diesen Prozess dann ausgewirkt? Genau, wir haben gerade so angefangen, ne? Und dachten so, jetzt geht das aber so richtig schön voran und dann kam Corona. Alle nach Hause. So, jetzt können Sie sich vorstellen, ich habe ja allen gesagt, wir arbeiten hier. Alle waren einverstanden, alle haben angefangen. Und in dem Augenblick hieß es, alle nach Hause. Und dann haben wir uns geteilt und haben gesagt, wir müssen Gruppen bilden, die sich gar nicht mehr begegnen. Und wir haben dann nur noch digital miteinander kommuniziert. Wir waren zu dem Zeitpunkt aber schon über die LBS so weit gewesen, dass wir unsere Prozesse digital abbilden konnten. Also wir hatten keine Akten mehr. Die Aktenschränke, die waren sowieso schon alle weg. Die haben wir ja vorher schon alle weggepackt. Und die Digitalisierung hat das Ganze beschleunigt. Die Vorbereitung war aber vorher schon da gewesen. Aber dieses Optimieren, das war dann ja plötzlich notwendig gewesen. Das ließ sich überhaupt nicht mehr irgendwie aufhalten. Und Sie haben für Ihr Unternehmen auch entschieden, erstens in Corona-Zeiten alle Kunden einmal anzurufen. Ja. Das war für Sie wichtig und sich aber auch zu öffnen in die Umgebung direkt. Ja. Ne? Das hat ja wieder aus diesem Gedanken New Work irgendwie was zu tun. Ne? Also wenn New Work bedeutet ja auch, nicht mehr sich selber als Unternehmen im Zentrum zu betrachten, sondern den Mitarbeiter im Zentrum zu betrachten, aber ebenso ebenbürtig auch den Kunden im Zentrum zu betrachten. Wenn ich den Kunden im Zentrum betrachte, muss ich mir natürlich in solch einer Situation überlegen, welches Problem hat der Kunde jetzt. Ne? Wir gehen da ja mit Geldern, mit Vermögen. Meistens, also wenn jemand eine Immobilie hat und wir haben die finanziert, dann ist das in der Regel so das wesentliche Vermögen, wenn nicht sogar das gesamte Vermögen unserer Kunden, mit dem wir da umgehen. Und da müssen wir uns überlegen, was passiert denn eigentlich, wenn die Leute Ängste haben, ihren Job zu verlieren? Was passiert denn eigentlich, wenn die jetzt in Kurzarbeit gehen? Und dann haben wir uns ans Telefon geschwungen, haben versucht, jeden zu erreichen. Wir haben nicht jeden gekriegt, klar, aber viele gekriegt und viele hatten dann auch Lust zu kommen und sich beraten zu lassen. Das war wirklich, war eigentlich, also für uns, für unsere Arbeit war es eine schöne Zeit gewesen, weil wir eine ganz besondere Nähe zu unseren Kunden auch entwickeln konnten. Herr Kleibold, Ihre Kunden sind, haben wir gerade schon gesagt, so die Industrie, die Großindustrie. Und Sie konnten als Firma so erstmal weiterarbeiten. Sie haben ein bisschen Kurzarbeit gehabt, haben Sie gesagt. Genau, also wir haben 2 Monate lang mit 15% der Belegschaft einen Tag in der Woche kurz gearbeitet. Also eigentlich so gut wie gar nicht. Also die Handwerker haben ja durchgearbeitet an vielen Stellen und natürlich ist das mit einer Maske und der Brille und Schutzbrille und dann beschlägt die schwierig, wenn man da vor dem Schaltschrank steht und wenn man im neuen Sitzer nur zu dritt unterwegs ist. Natürlich ist das also längst nicht so effizient wie sonst, aber im Großen und Ganzen konnten wir weiterarbeiten. In der Verwaltung haben wir dann uns in ein Einzelzimmer gesetzt, haben teilweise auch im Homeoffice gearbeitet. Und da war natürlich hilfreich, dass wir immer schon virtuell gearbeitet haben. Also die Betriebsabteilung draußen bei den Kunden haben letztendlich den Bildschirm des Servers nach draußen gespiegelt gekriegt und die Daten waren immer schon in Herne und somit konnten wir also relativ schnell umschalten, also einfach nur ins Homeoffice gehen, Rechner aufklappen und weiterarbeiten. Also das war relativ einfach. Was wir jetzt gerade merken, ist, dass natürlich die Rohstoffpreise sich explodieren und dass die Lieferzeiten größer werden. Und tatsächlich ist die Aufgabe des Krisenstabs, die ja am Anfang geguckt hat, dass wir irgendwie Abstand halten und Masken und Selbsttests organisieren und also letztendlich letzte Woche auch die erste Impfung für unsere Mitarbeiter organisieren, der Krisenstab ist jetzt dabei, sich um Nachschub zu kümmern, damit die Mitarbeiter weiterarbeiten können draußen auf den Baustellen und nicht plötzlich irgendwie da stehen und ist kein Material da. Wenn Sie jetzt, wir haben natürlich auf Ihre Webseite auch geguckt und haben da gesehen, es gibt einen Spruch von Saint-Exupéry auf Ihrer Seite, der heißt, die Zukunft soll man nicht voraussehen wollen, sondern möglich machen. Was bedeutet denn das für diese Zeit ja gerade auch und für Ihr Unternehmen? Also ich glaube, Zukunft
also passiert natürlich grundsätzlich erstmal, aber wenn man, wenn man will, dass sie ein bisschen so passiert, wie man sich das vorstellt, dann muss man sie gestalten. Und das heißt, man muss so schauen, welche Entwicklung gibt es und sich dann aber selber auf den Weg machen und Dinge verändern. Und, also bei uns hieß das, dass, also völlig unabhängig von Corona, wir müssen schauen, dass wir eine größere Transparenz in unser Unternehmen bringen. Das heißt, wir haben unser ERP-System, also unser Warenwirtschaftssystem, wo die ganzen Finanz- und Warenströme alles digital abgebildet sind, haben wir dann nicht mehr weiterentwickelt und haben gesagt, wir müssen es komplett neu machen, weil eben eine Weiterentwicklung da nicht hilft. Und haben uns für ein neues System entschieden, das jetzt zum 1.1. nächsten Jahres live geht. Und da sind wir jetzt gerade dabei, alle Prozesse neu zu gestalten, zu überlegen, wer braucht welche Informationen, wer kann welche Entscheidungen treffen. Also früher sind die Mitarbeiter zu mir gekommen und haben gesagt, Herr Klarwohl, Sie müssen das jetzt entscheiden. Und dann habe ich immer gefragt, ja, was würdest du denn tun? Und dann sagt der Mitarbeiter, ja, man könnte das und das und ich würde das vorschlagen. Dann habe ich gesagt, ja super, dann mach das doch auch. Mhm. Weil die Informationen ja da sind, oder die Entscheidungen da getroffen werden müssen, wo die Informationen sind. Und dazu müssen die Informationen aber auch da sein. Wenn Sie sich übrigens wundern, dass wir hier Musik im Hintergrund haben, die neuen Höfe sind direkt an der Herner Innenstadt. Das heißt, wenn draußen jemand mit dem Saxophon die Herner Innenstadt beschallt und sie damit auch ein ganzes Stück schöner macht, haben wir das hier als Hintergrundmusik. Nur, dass Sie sich nicht wundern, wir haben nicht extra jemanden eingekauft, der hier steht und im Hintergrund noch Musik macht. Herr Binzelt, der Spruch, die Zukunft soll man nicht voraussehen wollen, sondern möglich machen, der passt ja eigentlich auch gut zu Ihnen. Sie gestalten Quartiere, Sie gestalten ganze große Immobilienprojekte. Das sind Sachen oder Projekte, die oft einen sehr langen Vorlauf haben und die jetzt gebaut werden, sind auch schon vor Jahren ersonnen. Die Frage, die sich jetzt natürlich stellt nach Corona mit all den Auswirkungen, bauen wir noch oder bauen Sie noch das Richtige? Ja, ich denke schon. Also für uns ist die Zeit, wie die anderen hier in der Runde ja auch schon mitgeteilt haben, vor allen Dingen aber intensiver geworden tatsächlich. Also wir haben Leute gehabt, wir mussten uns arrangieren. Das Thema Baupreise war ein Thema, Mieter. Wir haben unterschiedlichste Akteure, Geschäftspartner gehabt, die sich natürlich irgendwie anders aufgestellt haben. Aber für unsere Immobilien und für die Konzepte, da hat sich eigentlich nicht großartig was dran geändert, weil wir immer schon versucht haben, eine hohe Drittverwendbarkeit in unseren Immobilien zu haben, zu schauen, möglichst viele Assetklassen auch in die Immobilie reinzubringen, also Multi-Use-Konzepte auch zu realisieren. Und das war immer schon unser Ansatz. Und die Ansätze haben sich auch tatsächlich so weitergehalten und die Konzepte sind gut. Und wir konnten halt auch, wie hier in Herne ja tatsächlich auch, einen Mieter, der ausgefallen ist, den auch relativ schnell wieder ersetzen tatsächlich. Aber wir haben jetzt bei allen gehört, Sie haben alle Ihre Art zu arbeiten so ein bisschen angepasst. Sie haben, glaube ich, auch bei sich, haben gerade gesagt, Sie haben die Büros weniger dicht besetzt, zum Beispiel viele Leute ins Homeoffice geschickt. Die Frage ist ja, wie viele Büros werden wir am Ende noch bauen und brauchen und was bedeutet das für Ihre Branche? Also das, was für uns heißt, vor allen Dingen, dass wenn wir mit Firmen, die zum Beispiel Büros haben wollen, sprechen, dass wir die deutlich mehr beraten. Das heißt, wir sprechen mit denen, gehen mit den Themen durch, was sind für Bedarfe da, wie arbeitet das Unternehmen. Wir versuchen also das Unternehmen dann auch in der Art und Weise zu verstehen und um dann auch zu reagieren und so ein bisschen eine maßgeschneiderte Lösung auch zu finden. Also wir haben selber bei uns ja auch gemerkt, das heißt kreative Prozesse, die für uns natürlich unglaublich wichtig sind, die mussten auf einmal online stattfinden, über Miroboards, über Themen. Man hat sich ganz anders zusammengestellt und ganz anders gearbeitet und natürlich auch muss immer wieder ein gleiches Verständnis auch herstellen. Das heißt, also die Abstimmungsprozesse sind schon komplizierter geworden, aber dafür auch intensiver und damit aber auch nachhaltiger gefühlt. Also das heißt, das haben wir auch gemerkt in den Gesprächen auch mit unseren Mietern, speziell auch Büronutzern. Das Thema Haltung, Verantwortung, wie gehen wir mit Mitarbeitern um? Das heißt, früher war alles Großraumbüro, das öffnete sich. Auf einmal diskutierte man wieder, ist es richtig oder muss man den Mitarbeitern nicht nochmal einen Raum geben, wo man dann eher auch mal alleine arbeiten kann? Also das sind so Themen, die diskutiert man dann. Da geht es eigentlich tatsächlich eher darum, Prozesse aufzusetzen und zu sagen und dazu begleiten, um dann halt einfach perfekte Räumlichkeiten, perfekte Nutzungen einfach zu kriegen, damit der Mieter, und das ist das, was Sie ja eben auch schon gesagt hatten, Frau Brandenburg, im Mittelpunkt steht der Mensch und das ist das, was noch stärker in Corona eigentlich in den Mittelpunkt gerückt ist. Mit dem Menschen im Mittelpunkt gucken wir jetzt mal auf die, ja, letzten Endes die Struktur von Städten und von Quartieren auch.
da wird sich jetzt auch einiges tun oder da tut sich einiges. Wir haben bei Ihnen schon zum Beispiel gesehen, der Einzelhandel, der sich erweitert um ein Konzept von Freizeitaktivität zum Beispiel. Ist das das, wo es hingeht? Ja, also wir werden inspirierende Orte schaffen. Also wir müssen Orte schaffen, wo Menschen gerne zusammenzukommen. Und früher hat man oftmals die Städte tatsächlich gedacht, dass vom Konsum her, vom Handel her. Und Corona ist ein Brandbeschleuniger, das ist mittlerweile auch schon ein abgedroschener Spruch tatsächlich. Aber es ist letztendlich so. Also viele Dinge, die vorher schon nicht gut gelaufen sind, sind jetzt halt einfach noch bewusster geworden und haben einfach noch mal zu einem intensiveren Handeln einfach auch geführt. Und ich glaube, wir müssen mutiger werden. Sehen, dass wir auch neue Bausteine, zum Beispiel auch soziokulturelle Nutzungen einfach haben, Immobilien auch stärker betreiben müssen, halt einfach um Menschen, die in den Immobilien ihr Geld verdienen wollen oder ihre Geschäftsmodelle ausleben wollen, dass die wirklich auch perfekte Bedingungen haben. Das heißt, dass die sich auf ihr Kerngeschäft konzentrieren können. Das wird, glaube ich, in Zukunft ganz, ganz wesentlich werden. Und diese Orte müssen wir schaffen, dass die Menschen in die Innenstadt kommen und neue Frequenzen schaffen, die losgelöst sind tatsächlich auch vom Handel. Das ist so ein bisschen wieder ein Strukturwandel und ich weiß, Sie mögen dieses Wort nicht, Herr Kleibold, ne? Aber warten Sie mal, einhaken wollen. Also meiner Meinung nach ist es, müssen wir uns auch loslösen von diesem Gedanken, ich gehe in die Innenstadt und betreibe mein Geschäft, sondern ich bin Teil des Prozesses. Also ich glaube nicht, dass die Akteure, die in den Bereichen tätig sind, sei es jetzt die Politik, sei es jetzt die Verwaltung, sei es jetzt die Grundstückseigentümer, die Hauseigentümer, in der Lage sind, für sich alleine dieses komplexe Problem zu lösen, sondern wir müssen irgendwie schauen, dass wir dann Netzwerke schaffen, um Interessen miteinander auch zu verweben und zu gucken, wie kriegen wir das hin. Also die Lösung ist sonst nämlich für so einen Hauseigentümer, der irgendwo anders wohnt, da gar nicht irgendwie im Ruhrgebiet ist, Euroshop rein. Aber genau das ist tatsächlich was Corona auch ermöglicht hat. Also genau. Wir haben auf einmal gemerkt, also diese Assetklassen, wir haben immer schon sehr breit gearbeitet, wir haben alle Assetklassen bedient, also Wohnen, Handel, Gastronomie, Büro, das sind Themen, die wir bedient haben. Und das waren aber immer Netzwerke, die für sich alleine funktioniert haben. Und wir merken gerade, dass die sich gerade auch zu Corona, die Netzwerke sich verschoben haben. Das heißt also, wir haben auf einmal Büroleute, die sich mehr mit Handelsleuten und Immobilien auseinandergesetzt haben. Also das vermischt sich so ein bisschen, weil man halt einfach vom Ort kommt und aus dem Ort entwickeln möchte, dass tatsächlich die Netzwerke vor Ort stärker werden. Dass halt individuelle Leute, die sich hervortun wollen, die eine besondere Verbindung zum Ort haben, tatsächlich auch sich zusammenschließen. Und daraus entstehen einfach tolle neue Dinge. Und die Netzwerke neu zu denken, das ist auch ein Thema, was aus Corona rausgekommen ist. Ja. Machen wir das mal ganz konkret. Was heißt denn das zum Beispiel für Hatting? Was würden Sie sich wünschen an Entwicklung, an Netzwerken, an Veränderungen? Ja, also ich stimme Ihnen erstmal vollkommen zu. Die Innenstädte, das ist nicht nur Handel alleine. Da gehören auch die Gastronomie dazu, da gehören aber auch meiner Meinung nach wieder Büroräume dazu. Das fehlt in vielen Innenstädten, das muss auf jeden Fall geschaffen werden, weil die Leute müssen wieder in die Städte geholt werden. Denn wir haben da gerade schon mal drüber geredet, dass gerade im Ruhrgebiet ist es sehr oft so, dass sich Büros und Unternehmen halt außerhalb der Innenstädte angesiedelt haben und die Leute halt nach Feierabend oder wann immer sie Zeit haben, in die Innenstädte kommen. Das muss sich aber verändern und das sieht man auch bei vielen Stadtplanungen eigentlich, dass da, wo das geschehen ist, da funktioniert das wunderbar und da profitieren halt alle davon. Und dieses Vernetzen, das muss halt wirklich von innen herauskommen. Es müssen wirklich der Handel, die Gastronomie, die verschiedenen Gewerbegemeinschaften, wie auch immer, aber auch die Kommunen, IHK, Handelsverband, alle müssen sich mal zusammentun, vielleicht auch eine Plattform schaffen, weil man muss sich ja nicht immer persönlich abstimmen, das geht auch ganz anders. Ich würde auch so eine Art Mentorenprogramm begrüßen, also wirklich Händler oder jemand, der sich, wie Sie schon meinten, auch gut in den Städten auskennt, jungen Menschen, die sich vielleicht als Start-up in der Stadt gründen wollen, was mitzugeben und zu erklären, was passiert hier in der Stadt, mit wem musst du dich vernetzen, damit du weiterkommst. Das klappt vielleicht nicht ganz so gut aus unserer Sicht, aber hey, du hast tolle Ideen und das müssen wir auch weitergeben jetzt an die bestehenden Unternehmen hier in der Innenstadt. Und ich glaube, dann ist da ganz viel Möglichkeit für Wachstum und dann klappt es halt auch mit der Innenstadt wieder gut. Und ich glaube, die Leute freuen sich auch einfach darauf, wieder rauszugehen, zu kommunizieren, sich zu treffen. Und und irgendwann muss man natürlich vor allen Dingen die Digital Natives auch einfangen, weil die kennen das ja gar nicht in der Stadt, wenn man ganz ehrlich ist, so wie wir es kennengelernt haben. Jetzt sind Sie ja auch Vizepräsident der IHK Mittleres Ruhrgebiet hier. Wenn Sie das hören,
Wie fängt man das ein? Wie fängt man die Digital Natives ein? Wie holt man die Büros wieder rein? Wie gestaltet man diesen Prozess, diesen Strukturwandel, sage ich jetzt doch nochmal, wie gestaltet man den? Also da will ich natürlich nochmal drauf eingehen. Also ich glaube, oder für mich klingt Strukturwandel so ein bisschen nach Verwaltung, nach irgendwie Mangelverwaltung. Ich glaube, wir haben hier gerade so elementare Veränderungen. Also zum einen, dass der Bergbau hier, die Montanindustrie hier nicht mehr so stark ist wie früher. Also einfach zu, weg. Mhm. Ich glaube, durch die Digitalisierung, also übrigens spreche ich nicht von Digital Natives, sondern von Kids mit Smartphone oder Heavy-Anwendern. Also ich glaube, das ist, also tatsächlich erlebe ich, dass meine Kinder mit den digitalen Endgeräten zwar irgendwie chatten und weiß nicht was können, aber sie verstehen nicht, was da drin passiert. Also ich glaube, das sind, also Digital Natives, würde ich sagen, sind nochmal andere. Junge Leute mit Schnittstelle am Kopf. Genau, aber das sind dann irgendwann philosophische Fragestellungen. Ich glaube, das, was wir brauchen, sind tatsächlich Begegnungsstätten. Und also eine Möglichkeit würde ich daran sehen, dass wir, sag mal, in der Innenstadt, vielleicht hier in so einem Gebäude wie hier oder also in einem Ladenlokal, aber mit Öffnung nach draußen für jeden, der vorbeikommt, sichtbar Begegnungsflächen einrichten, wo wir Pop-up-Stores reintun können, wo wir Workshops machen können, wo wir irgendwie kleine Veranstaltungen machen können, wo aber eben auch jeder sich Anregungen holen kann. Und ich glaube, das ist eine Sache, die eine IHK sicherlich in Zusammenarbeit mit der Kommune, sicherlich in Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderung und mit den anderen Playern, die aber so eine IHK anstoßen kann. Und das ist eine Maßnahme, die ich in dem Projekt Neustart der IHK auch sehe. Ja, vielleicht müssen Sie das Projekt einmal ganz kurz Neustart noch mal kurz erläutern. Das ist ein mehrjähriges Projekt der IHK und da können alle von profitieren und auch Mittel bekommen. Sie müssen das ein bisschen ausbuchstabieren. Grundsätzlich haben wir als IHK und auch als Vollversammlung gesagt, wir wollen alles dafür tun, dass diese Region besser aus der Corona-Krise und die Unternehmen besser aus der Corona-Krise kommen als der Rest von Deutschland. Also das ist erstmal ein großer Anspruch, den muss man natürlich auch, aber ich glaube, also mein Großvater hat schon gesagt, man muss das Unmögliche versuchen, um das Mögliche zu erreichen. Ja. Und ich glaube, das ist auch eine Sache, die uns hier im Ruhrgebiet auszeichnet, dass wir immer um unseren Kirchturm rumdenken. Und dass wir immer in einem Quartier denken. Und wir haben hier 5 Millionen Menschen im Ruhrgebiet. Und also das ist die größte Metropole in Deutschland, eine der großen Metropolen in Europa. Und wir müssen hier größer denken und wir müssen auch weiterdenken. Und gerade wenn wir eben sagen, die Strukturen, die bestehenden Strukturen sind nicht mehr da, dann müssen wir eben neue Strukturen schaffen, also eben neu starten. Und das Projekt ist erst am Anfang und wir müssen natürlich jetzt schauen, wen können wir dazu gewinnen, dass wir da Netzwerke schaffen, dass wir aber eben auch Begegnungsflächen schaffen und Fördermöglichkeiten beispielsweise aus den verschiedenen Fördertöpfen zusammenholen, da Unternehmer informieren. Genau, also das sind so die Aufgaben und da stehen wir jetzt am Anfang und da müssen wir das tun, was notwendig ist, um das dann richtig ans Laufen zu kriegen. Sie sind übrigens alle herzlich eingeladen, da natürlich mitzumachen auch, und wenn ich mich an Sie nochmal wende, dann weiß ich, Sie haben auch sich Hilfe geholt natürlich, ne? Also dieses Netzwerken und gucken, wo kann ich Hilfe finden für meinen Neustart, wo haben Sie die Hilfe gefunden zum Beispiel? Genau, wir haben direkt nach dem ersten Lockdown, wo wir gemerkt haben, Kundennähe ist leider nicht mehr da, wir haben die Kundenansprache verloren, haben wir halt umgedacht, was müssen wir machen, welche Schritte müssen wir einleiten, und dann gab es irgendwann ein Projekt vom Land NRW, stationären und digitalen Einzelhandel zusammendenken, bei dem wir uns dann auch beworben haben, erfolgreich beworben haben, und in diesem Rahmen haben wir uns ganz viel Ideen und haben auch ganz viel Unterstützung von den Digital-Coaches NRW bekommen. Aber auch von der IHK haben wir durchaus positive Impulse bekommen. Und das läuft auch immer noch weiter, dieses Projekt. Das ist ein Projekt vom Handelsverband und vom Land NRW. Und das ist wirklich eine tolle Sache, weil die kommen jetzt nicht her und sagen, du musst jetzt einen Webshop aufbauen oder du musst jetzt irgendwie eine tolle Infrastruktur hier aufbauen, sondern die kommen daher und gucken sich dein Geschäft an und sagen zum Beispiel, ey, du hast eine super WhatsApp-Gruppe.
schreib doch einfach in deinen Status immer rein, was du gerade neu reinbekommen hast. Und das ist schon Digitalisierung. Und das ist wirklich eigentlich eine ganz kleine Hemmschwelle, die nur überwunden werden muss. Und man kommt einen ganzen Schritt weiter. Und diese Hilfe, das läuft immer noch weiter an. Also es gab jetzt gerade auch einen sehr schönen Wettbewerb, Helden des Handels. Wir haben da sind Sie in die Endrunde gekommen. Ja, ich wollte dafür eigentlich auch nochmal gratulieren. Dankeschön, ja? Dankeschön. Aber ich fand es sehr schön, die beiden, den ersten Platz und den zweiten Platz. Den ersten Platz war ein alteingesessenes Unternehmen, das Haushaltswaren und Rollatoren verkauft. Also ganz interessante Mischung eigentlich. Und der zweite Platz war eine Dame aus dem Sauerland, die wirklich ganz alleine ein Kindermodengeschäft betreibt und trotzdem es geschafft hat, in diesen Zeiten jetzt durch die Digitalisierung ihr Geschäft am Laufen zu halten und sogar Gewinne, also mehr als vorher einzufahren. Und das waren wirklich nicht viele Schritte, die man da machen kann, und das kann wirklich jeder auch bei der Digitalisierung. Sie sind ja jetzt ein kleiner Player, Sie sind ja ein relativ großer Player. Das heißt, wenn Sie mal irgendwo aufschlagen und sagen, wir wollen hier was machen, da sitzt die Politik Ihnen gleich auf dem Schoß und sagt, oh gerne, vermute ich jetzt mal einfach so. Sind da die Gespräche auch schon weit gediehen? Haben Sie das Gefühl, da ist auch bei allen angekommen, auch bei der Politik zum Beispiel, dass man da wirklich jetzt ändern und neu starten muss? Das ist ganz unterschiedlich. Ich glaube, das Ruhrgebiet hat so viele unterschiedliche Städte. Und das, was wir tatsächlich in der Projektentwicklung merken, es ist immer irgendwo von Menschen abhängig auch. Und es ist halt tatsächlich, jede Verwaltung ist anders aufgestellt, funktioniert anders, hat andere Abteilungen. Also man muss sich immer so ein bisschen reinfuchsen und ein bisschen reinarbeiten, das Netzwerk aufbauen, um dann auch den individuellen Angang zu gucken. Natürlich, es gibt Städte, da freut man sich total, wenn wir kommen. Es gibt aber auch Städte, die dann vielleicht eher skeptisch sind. Das hängt aber auch von dem Projekt ab, was man dann umsetzen möchte. Und ein wesentlicher Aspekt ist aber tatsächlich auch das Thema Partizipation. Das heißt, wie man einen Prozess angeht, wie man ihn beschreibt, wie man die Leute einbindet und zur richtigen Zeit mit den richtigen Leuten spricht. Ich glaube, das ist bei uns ganz, ganz wichtig. Also das heißt, ich muss natürlich erstmal mit der Verwaltung reden, um dann vielleicht auch auf die Politik zuzugehen. Und die Politik darf Dinge nicht aus der Zeitung erfahren. Also das sind ganz viele Themen, die man einfach einhalten muss, um so einen Staat dann auch vernünftig wieder hinzubekommen. Partizipation ist ja aber auch in der Regel in Richtung der Bürger gemeint. Und können Sie da ein Beispiel nennen, wo das besonders gut klappt und wie dann so ein konkretes Ergebnis aussieht? Also wir haben in Aachen zum Beispiel die DigiChurch, das ist der Ort für Digitalisierung sozusagen, wo auch ein Start-up-Thema ist. Das ist eine alte Kirche, die ist proformiert. Und diese Kirche, da haben wir vorher Workshops gemacht, Word-Cafés gemacht und haben letztendlich die Leute aus dem Umfeld mit eingeladen, haben wesentliche Leute, die meinungstreibend sind, mit reingepackt und haben gefragt, was wollt ihr an dem Ort? Was soll an dem Ort passieren? Weil natürlich auch gerade zu dieser Kirche viele Menschen einen besonderen Bezug hatten. Da waren Kinderkommunion, da hatte man geheiratet. Das waren einfach Themen, die da waren. Und hat dann wirklich zugehört und hat dann aus diesen Tischen Informationen mitgenommen und die dann natürlich auch mit der Verwaltung, dann aber auch bei uns weiterarbeitet, hat mehrere Architekten da auch drauf gesetzt und dann daraus dann einen Prozess gemacht. Und das hat dann zu einem guten Ergebnis geführt. Und die Digital Church ist auch heute noch immer halb öffentlich, also da kann man immer auch noch reingehen. Also der Ort ist auch immer noch für die Menschen da. Also ich glaube, so muss tatsächlich dann auch eine Projektentwicklung stattfinden, dass man einfach auch dazuhört. Mhm. Auch wirklich. Sie machen das ja auch so, dass Sie wirklich sich öffnen in Richtung der Bürger, die da rund um ihr Büro, sage ich jetzt mal, Ihre Geschäftsstelle sind. Haben Sie eine Rückmeldung darauf schon bekommen? Wenn Sie sagen, also wir sind immer da, ihr könnt immer zu uns kommen, vernetzt man sich auch mehr mit der Umgebung, mit den Kollegen, mit den Nachbarn und also mit den Nachbarn jetzt in der City, das war jetzt so während Corona ein bisschen schwierig, ja, weil eben, ne? Alle ja, irgendwie im Homeoffice waren. Das war nicht der Fall. Ich würde es mir aber wünschen tatsächlich. Ich würde es mir wünschen, dass da eine stärkere Vernetzung stattfindet. Das fängt an so bei diesen kleineren Sachen, die aber doch sehr wichtig sind, wie Reinigkeit. Mhm. Wir haben dann irgendwann mal angefangen, auch während Corona, vor uns ist so eine große Bushaltestelle, wo diverse Busse irgendwie halten, dass wir dreimal täglich rausgehen und gucken, an unseren Schaufenstern entlang, ist das da überhaupt sauber? Also Aufenthaltsqualität von Städten war hier gerade auch schon die Rede gewesen. Und wenn wir über Aufenthaltsqualitäten sprechen, dann können wir nicht immer warten, bis die anderen was machen. Das war auch das, was ich vorhin meinte. Mit einer alleine wird es nicht schaffen, sondern da müssen alle irgendwie mit anpacken. Also wir gehen rum, wir haben uns so ein Schäufelchen gekauft auch und gehen rum und sammeln auch die Kippen ein, die dann davor liegen. Wir sagen auch regelmäßig dann den Studenten, die oben drüber
ausgebildet werden, dass sie die bitte nicht hinschmeißen wollen. Das dauert dann aber mal ein paar Tage, dann liegen die da wieder. Ganz kleinteilig, genau. Aber das ist so. Ganz kleinteilig, genau. Ich würde mir das aber durchaus wünschen, dass da eine stärkere Vernetzung stattfindet und die dann in eine Richtung sogar auch geht, dass wir die Innenstädte auch öffnen, nicht nur für lokal, also nicht nur für Gastronomie, sondern ich würde mir viel stärker die Kunst in den Innenstädten wünschen. Auch aus der Überlegung heraus, dass wir ja im Ruhrgebiet eine ganz, ganz starke, eine sehr individuelle Kunstszene haben. Und warum nicht in so einem leeren Lokal oder auf einem Platz so ein Sommertheater? Das gibt es in den ganzen alten Städten. Da ist das durchaus üblich, dass irgendwo Hinterhöfen Sommertheater stattfinden. So viele Hinterhöfe haben wir hier gar nicht. Die sind meistens mit Garagen. Ne? Genau, das ist also in Leipzig und in Berlin ist das anders. Da gibt es noch diese Hinterhöfe, einfach resultieren daraus, weil es früher nicht so viele Autos gab. Und bei uns ist das aber nicht so. Aber wir haben ganz viele Plätze in den Städten. Da könnten zum Beispiel kleine Theater entstehen. In den leeren Läden müssten aus meiner Sicht heraus nicht überall irgendwie 1-Euro-Läden rein. So viel ich weiß, bekommen da auch die Vermieter überhaupt kein Geld dafür. Warum gehen da nicht Galerien rein? Warum gibt man das nicht Künstlern, die sich dann die Räume ein bisschen zurecht machen und die stellen da ihre Bilder aus? Wenn ich dann meinen Teeladen dorthin daneben eröffnen möchte, ist das sicherlich ein schöneres Ambiente als neben so einem 1-Euro-Laden. Das ist natürlich eine Frage von Gestaltung von Innenstadt und auch von Verwaltung. Ne? Kann man mit denen sprechen, dass man solche Sachen initiiert und nicht direkt erstickt? Also wie sind Ihre Erfahrungen da? Das ist schwierig, ne? Weil also wir selber können mit den Eigentümern nicht sprechen. Die Bochumer Innenstadt gehört zu weiten Teilen privaten Menschen, also Privatleuten, die ganz woanders wohnen, zu denen wir also auch keinen Kontakt haben, zu denen wir als LBS in Bochum auch keinen Kontakt aufbauen können ohne weiteres. Das heißt, da muss schon irgendwo eine Behörde her, die die Adresse hat und die dann irgendwo auch anfängt zu informieren und zu verwalten und es anzubieten. Wenn wir jetzt mal auf diesen Neustart gucken, der ja jetzt also im Prinzip schon mitten im Gange ist, ne? Was haben Sie gelernt in Ihrer Branche? Ich frage jetzt mal bei Ihnen zum Beispiel, Sie haben mit der Großindustrie viel zu tun. Die haben, da kommt das dicke Ende jetzt, weil jetzt Lieferengpässe kommen und so weiter und so fort. Aber Digitalisierung, haben wir jetzt schon gehört, gibt es in ganz kleinen. Ist das auch in der Industrie deutlich mehr geworden? Sie digitalisieren seit 35 Jahren? Wir digitalisieren seit 35 Jahren. Also wir bauen Steuerungen für große Maschinen und Anlagen. Kennen natürlich das Thema Digitalisierung schon lange. Die Frage ist natürlich immer, was steckt dahinter? Und ich glaube, die Vernetzung von Geräten, die Vernetzung von Informationen, das ist das, was uns jetzt im Augenblick, also auch durch die Rechenkapazitäten, was mehr, also einfacher wird. Und das müssen wir nutzen. Und da ich glaube, dass wir in der Industrie gelernt haben, dass wir flexibel auf das reagieren müssen, was der Kunde uns vorsetzt oder auf die Rahmenbedingungen, die sind. Und die ändern sich ständig, auch durch Gesetzgebung oder durch irgendwelche Arbeitsschutzvorschriften. Und ich glaube, diejenigen, die flexibel sind, auf das reagieren, was kommt und die sich auch ein bisschen eben mit der Zukunft auseinandersetzen und überlegen, was könnte denn kommen und da auch schon mal in Szenarien vielleicht denken und schon mal vorbauen für verschiedene Szenarien. Die kommen stärker aus der Krise, als sie reingegangen sind. Ja. 5 Jahre weiter war Corona für Ihr Geschäftsmodell dann was? Gut? Auf jeden Fall Nachgang sehr gut sogar, denn man muss sehen, die Herausforderung, die der Handel ist einmal wirklich die Veränderung der Innenstädte. Wir haben es geschafft, uns in dieser Zeit zu vernetzen, auch mit anderen Einzelhändlern zu vernetzen, um dort gemeinsam dann vorwärts zu gehen, neue Ideen zu finden. Aber auch das Verhalten der Kunden, das Einkaufsverhalten ändert sich komplett gerade. Das heißt, wir haben jetzt wirklich ein Omnichannel-System aufgebaut, kein Multichannel mit einem lokalen und einem digitalen Handel, sondern wirklich, denn wir können den Kunden jetzt überall abholen, wo wir möchten. Das kann zu Hause sein, das kann bei uns am Schaufenster sein, das kann zu jeder Tageszeit sein und das wird sich definitiv ändern. Und das sind die Herausforderungen und ich hoffe, dass und ich habe auch das Gefühl, dass wirklich viele das genutzt haben oder beziehungsweise das Bewusstsein jetzt da ist, wir müssen da was ändern. Und wer das verpasst, befürchte ich, wird in 5 Jahren nicht mehr am Markt sein. Und wer aber damit geht, diesen Weg, der wird eine ganz spannende Zeit haben. Und
da wird auch ganz viel sich tun und ganz viel entwickeln und ich freue mich da einfach drauf. Mit gutem Tee. Welche Rahmenbedingungen müssen sich Ihrer Meinung nach vielleicht auch von Seiten der Politik ändern, damit wir Corona wirklich genutzt haben? Also ich glaube, dass wir wirklich zusammenarbeiten und wirklich uns Orte individuell angucken, dass wir individuelle Lösungen schaffen und dass alle Leute dann auch an so einem Ort Verantwortung übernehmen, eine gewisse Haltung auch einnehmen. Ich glaube, das ist ganz, ganz wesentlich, dass man halt sich der Verantwortung bewusst ist, dass man Orte schafft, die für die nächsten 15, 20, 25 Jahre tatsächlich auch halten und dass man das für die Menschen in der Stadt macht und dass man einfach schaut, da wirklich attraktive Rahmenbedingungen hinzuschaffen. Und das wird bunter, es wird anders, auch das Thema Mobilität wird sich ändern, es wird andere Akteure geben, das Thema Kunst und Kultur wird vielleicht auch noch stärker in die Innenstadt reinkommen und da entstehen natürlich auch Konflikte und damit muss man umgehen und da muss die Politik tatsächlich auch Rahmenbedingungen für schaffen, dass ich halt auch Veranstaltungen oder auch Abendsleben in der Innenstadt tatsächlich auch habe und zulasse und dass ich da nicht, weil zu viele Leute vielleicht wohnen oder sich beschweren oder solche Themen da sind, tatsächlich dann eine lebendige Innenstadt vielleicht auch kaputt mache. Das heißt, ich muss, es ist ein Abwägen immer und deshalb komme ich auch so auf den Ort, dass man einfach wirklich schaut, was passt und wie kriegt man es dann hin, dass wirklich möglichst viele Leute sich einfach wohlfühlen in der Stadt. Damit haben wir das Thema Neustart, glaube ich, von vielen Seiten beleuchtet und festgestellt, das Wichtigste scheint wirklich zu sein, dieses sich vernetzen und genau hinzugucken, wo bin ich. Und hier sind wir natürlich zum Beispiel gerade bei der modernsten Industrie- und Handelskammer Deutschlands. Okay, ich wollte jetzt nicht untertreiben insofern. Nein, also es liegt natürlich daran, dass wir New Work, haben wir vorhin schon gehört, in der Kammer leben, dass wir in der Kammer arbeiten, in Workshops arbeiten, in der Vollversammlung Workshops halten und nicht einfach nur irgendwelche Abnick-Entscheidungen treffen. Es gibt viel Netzwerk in der Kammer, es gibt viele neue Ideen. Die Kammer macht sich ganz viele Ideen zu Mobilität, zur Entwicklung der Innenstädte, zur Entwicklung der Arbeit in der Zukunft, zu Fachkräften. Was müssen wir tun, damit wir Startups hier ansiedeln können? Also die Kammer ist da, also ich glaube, deutlich schneller und weiter als viele andere Kammern in Deutschland. Und so wie Sie das beschreiben, macht Ihnen das auch Freude, da Vizepräsident zu sein? Und wenn Sie sich denken, ach, diese Kammer, die würde ich gerne auch noch unterstützen oder mehr daran teilhaben, dann vergessen Sie nicht, zur Vollversammlungswahl zu gehen, beziehungsweise melden Sie sich doch an und lassen Sie sich auch auf so eine Liste setzen. Sie können sich auch noch wählen lassen. Das ist überhaupt kein Problem. Damit habe ich nämlich den Werbeblock auch auf jeden Fall nicht vergessen und unterschlagen, sondern Sie nochmal aufgerufen. Denken Sie daran, Sie sind herzlich willkommen mitzuarbeiten bei der IHK, bei der modernsten IHK Deutschlands. Und wir sagen hier aus Herne ganz herzlichen Dank, dass Sie so lange zugeguckt haben. Hoffen, dass Sie einige Impulse mitgenommen haben. Kommen Sie gut über den Sommer und bleiben Sie vor allen Dingen gesund. Wir hören uns. Thank you.